Hey, ich bin nicht das Opfer der Welt, die ich sehe. Ich bin nicht das Opfer meiner Gedanken, die da in meinem Kopf herumschwirren. Ich bin frei. Ich bin frei. Ich bin nicht das Opfer der Welt, die ich sehe. Weder außen noch innen. Wir sind gerufen, alles gleichermaßen zu sehen und zu hören. Mich zu üben, sowohl außen wie innen. Da keinen Unterschied mehr zu machen. Ich habe ja das, was ich meine, innen zu haben, zumeist für mich behalten. Das ist ja meine Privatheit. Meine Gedanken. Aber sie spiegeln sich im Außen. Ich kann mich gar nicht verstecken. Ich kann gar nichts geheim halten und sollte es auch nicht tun. Das ist auch nicht die Einladung, alles nach außen zu schmeißen, alles zu projizieren, damit ich es nicht mehr habe, sondern es berichtigen zu lassen. Es abzugeben, sich nicht mehr damit abzugeben. Ich bin nicht das Opfer der Welt, die ich sehe. Ich bin doch nicht meinem eigenen Film wahllos ausgeliefert. Ich kann das doch korrigieren. Ich habe doch die Macht. Ich habe doch die Verantwortung. Und somit habe ich auch die Verantwortung, wenn ich mich damit identifiziere, mit dem scheinbaren Schrecken dieser Welt oder mit den Gesetzen dieser Welt, die irgendwas von mir verlangen, was ich doch nicht will, wo ich mich eingeschränkt fühle. Ich bin nicht das Opfer der Welt, die ich sehe. Ich bin reiner, freier Geist. Und diese Welt, meine Welt, sie spiegelt nur meine Gedanken wider, die ich doch eigentlich versuche, versteckt zu halten. Dann kann ich aber keine Befreiungserklärung unterschreiben. Wenn ich da noch etwas versteckt halte. Dann hadere ich ja immer noch mit meinen Gedanken. Und mache mich damit selbst zum Opfer. Und fühle mich davon abhängig. Weil ich ja glaube, ich muss irgendwas klären, irgendwas kontrollieren, irgendwas wissen. Und was ist das? Das ist Angstbasiertheit. Ich vertraue nicht.
Sonst bräuchte ich das doch nicht. Sonst könnte ich doch einfach in Ruhe hier sein. Da sein, jetzt genau in diesem Augenblick, da, wo Gott mich haben möchte. Da, wo ich einfach in ihm ruhe und gar nichts los ist. Für meinen Ego-Geist der langweiligste Ort ever. Da, wo nichts los ist. Und doch ist alles da, alles gegeben. Aber eben nicht so, wie ich es mir vorstelle. Es ist anderen Geistes. Mein Ego-Geist kann ja diese neue Welt gar nicht kennen. Es will mir ja nur wieder irgendetwas erzählen. Und es liegt an mir, ob ich mir da weiterhin was erzählen lassen will. Ob ich meiner eigenen Geschichte glaube. Beziehungsweise ihr die Macht gebe, über mich, über meinen Film letzten Endes zu bestimmen. Ich bin nicht das Opfer der Welt, die ich sehe. Ich kreiere mir diese Welt. Fühle ich mich als Opfer? Na, dann muss es auch einen Täter geben. Ich bin selbst der Täter durch meine Gedanken und mache mich dadurch selbst zum Opfer und will das aber natürlich nach außen projizieren. Und heute sollen wir uns vor allem morgens und abends dafür Zeit nehmen, bis zu 5 Minuten, diesen einen Satz sowohl im Außen als auch im Innen wirken zu lassen. Verschließe dich nicht vor deiner eigenen Welt durch geschlossene Augen. Und genauso umgekehrt. Verliere nicht deine Innenschau durch dein Außengeschau. Es will alles gleichermaßen gesehen werden. Und das ist ja unser Üben, unser Lernen. Und mein Vergeben, wenn ich es immer wieder noch vergesse oder wenn ich nicht weiß, wie. Wir lernen das gemeinsam. Gott zu vertrauen. Gott genau jetzt in diesem Moment, in diesen heiligen Augenblick. Mit einzulassen. Sonst ist es ja sowieso nicht der heilige Augenblick. Das ist unmöglich. Wir sind ja in Gott. Aber durch meine Erinnerung brauche ich scheinbar diese Einladung, mich zu erinnern, hey, Gott ist mit mir. Ich will Gott jetzt in diesem Moment mit hineinlassen. Sieht Gott mich als Opfer? Oder Täter?
Woher kommen diese Gedanken? Aus welchem System? Schau da einfach einen Moment hin. Und auch im Außen. Schau, was es mit dir gemacht hat. Welche Welt es dir widerspiegelt. Ich bin nicht das Opfer der Welt, die ich sehe. Wenn ich mich als Opfer sehe, braucht es eine Korrektur, und zwar jetzt. Gedanken von Opfer sind unmöglich. Die muss ich aufgeben. Genauso wie Gedanken von Täter. Sie sind ja das Gleiche im Grunde. Sie zeigen mir meinen gespaltenen Geist. Und das ist in Gott unmöglich. Und das ist auch das, was mich wahnsinnig macht. Dieser gespaltene Geist. Und was mich erschöpft. Weil ich ja hier scheinbar immer wieder dazu verleitet werde, dazu gezwungen werde, diese gespaltene Welt wahrzumachen. Es sind nur meine Gedanken. Führe dich nicht in Versuchung durch deine Gedanken, durch deine Opfergedanken oder auch Tätergedanken, durch mein Projizieren nach außen, dass andere schuldig sind. Das ist Angriff und dann bin ich Täter. Und wir spielen alle diese Rolle.
Möge ich es noch so hübsch drapieren, verkleiden. Das ist nun mal dieser Traum hier. Dennoch kann ich mich davon befreien, indem ich zurücktrete und noch weiter zurücktrete, den Heiligen Geist um Hilfe bitte und ich mich führen lasse. Wirklich die Waffen niederlege und Gott vertraue. Übergib du ihm das Ruder. Unser Schiff schwankt gewaltig. Und wir sitzen alle im gleichen Boot. Und jeder will was. Dann ist da immer so eine Unruhe und so ein Gerangel. Das funktioniert nicht. Mögen wir uns nur für Gott ausrichten. Nur Gott. Darin sind wir in Wahrheit ein ruhiger, stiller Geist, reiner, stiller Geist. Und so stark und kraftvoll. Und das zu nutzen. Ich bin nicht das Opfer der Welt, die ich sehe. Du bist freier, reiner Geist, im Geiste Gottes, Gottes Kind. Du träumst. Das hier ist nicht die Wahrheit. Nimm deine Befreiungserklärung und steh auf. Und zeig sie einem jeden, weil jeder du ist. Eines Geistes. Innen wie außen, außen wie innen. Weil Gott in meinem Geist ist, ob ich die Augen zu habe oder aufhabe. Es geht nicht um die Körperaugen oder um die Körperohren. Es ist der Geist. Und nur damit zu schwingen und darauf zu bestehen, diese Vehemenz. Ich bin Gottes Sohn, ich bin sein geliebtes Kind. Dazu stehe.
Mich kann hier nichts bedrohen. Ich tue mir das nur selber. Durch meine Gedanken. Und ich habe die Wahl, haben wir ja gestern gehört. Gott ist in allem, was ich sehe, weil Gott in meinem Geist ist. Vollkommene Liebe ist in allem, was ich sehe, weil vollkommene Liebe in meinem Geist ist. Ich kann das immer weitertragen durch Gottes Gaben und damit zu gehen. Und zu verlernen, sich nicht mehr zu vergessen, wenn ich in scheinbar äußeren weltlichen Situationen bin. Wo ich scheinbar wieder die Verantwortung nach außen gebe. Und wo ich schon wieder Opfer bin. Da genau hinzugucken, das ist ja unser Lernen. Und nur einsichtig zu sein, dass ich es vielleicht gerade wieder vergessen habe. Und dass mich das aber keineswegs in Frage stellt. Kein bisschen. Gott liebt mich dennoch, egal was ich hier veranstalte, ob ich vergesse oder ob ich voll da bin. Und diese Erinnerung, genau diese Erinnerung, die bringt mich ja gerade hierher. Die befreit mich ja. Hey, ich bin nicht das Opfer der Welt, die ich hier sehe. Ich bin geliebt. Ich bin ganz und gar liebenswert und ganz und gar liebevoll. Wir erinnern uns, Gottes Werk. So muss ein jeder in seinem Herzen über sich denken. In seinem Herzen. Ich betone. Das sind die zwei Welten. Herz, Verstand. Ich kann nicht zwei Welten dienen. Ich kann nicht zwei Herren dienen. Das zerreißt mich. Höre auf dein Herz. Auch wenn die Außenwelt zu toben scheint. Höre auf dein Herz. Vertraue dir selbst. Auch wenn ich jetzt keine Ahnung habe, wie eine chaotische Situation mir jetzt zum Besten dienen kann. Wenn ich mich doch wieder so als Opfer fühle, so ausgeliefert. Chaos in meinen Gedanken. Die Projektionen fliegen hin und her.
Ich weiß gar nicht mehr, was von wem kommt. Macht nichts. Ich will mich davon nicht mehr bedrohen lassen. Nichts kann mir das Fundament Gottes nehmen. Wenn, dann tue ich das selber durch scheinbare Zweifel. Oder Unsicherheiten, eben der Angst. Durch Ebenenverwechslung, weil ich dann wieder meine Erfahrung, meine Erinnerung da auch noch mit hineinschmeiße in die jeweilige Situation. Meine Glaubenssätze, meine vorgefertigte Meinung, naja, dann habe ich ein Kuddelmuddel. Und bei dem scheinbar anderen vielleicht ähnlich. Wie soll man sich da verstehen? Wie ist da Kommunikation möglich? Jeder will ja auch noch Recht haben. Selbst das Opfer will ja in seinem Opfersein Recht haben. Sonst bräuchte es ja kein Opfer sein. Es hat ja irgendeinen Nutzen davon. Das Opfer braucht immer einen Täter. Und der Täter braucht immer ein Opfer. Tja, ich bin nicht das Opfer der Welt, die ich sehe. Ist doch mega spannend, da reinzuschauen, dahin zu schauen. Auch wenn es noch unübersichtlich ist vielleicht. Aber es klärt sich ja. Ich bin nicht das Opfer der Welt, ich sehe. Ich bin frei. Ich bin frei. Reiner Geist. Voller Liebe. Gebend und empfangend.
damit gehe, mit diesem Geben und Empfangen. Sie sind eins. Es fließt ineinander, miteinander, eines Geistes. Durch meinen offenen Geist, durch meine eigene Befreiung und wieder durch mein Erheben und Erhellen von dieser niederen Ebene. Du kannst es sehen. Fürchte dich nicht vor deiner eigenen Größe. Es ist so schön anzuschauen. Wobei ich schon gar nicht mehr von Anschauen sprechen kann. Es ist eher ein einfaches Sein. Und mehr und wird mehr und mehr zu einem Spüren. Dieser Geborgenheit und diesem Getragensein, dieser Sicherheit und diesem Schutz Gottes, der uns genau jetzt gegeben ist. Und damit gehen wir und daraus schöpfen wir unendlich, unerschöpflich. Da ist nur Liebe. Nur Liebe. Nur Liebe. Und das gib und gib es noch mehr. Du hörst den Ruf nach Liebe und wir alle sind gerufen, diesen Ruf nach Liebe mit Liebe zu beantworten. Und Gottes Wille geschehe. Gottes Wille ist auch mein Wille. Da ist so viel Trost. Danke, danke, danke.
Amen. Ja, mein Herz ist so erfüllt. Danke, danke.